war 1986, 87 bin ich zur Eintracht gekommen, habe damals mit Größen wie Charlie Körbel, den wir im Hintergrund auch sehen, der war damals Kapitän, Andi Möller, Thomas Berthold, um nur einige Spieler zu nennen, hier zusammengespielt. Ich bin sehr gut aufgenommen und ich habe auch heute noch ein sehr gutes Verhältnis zu vielen Spielern von damals, muss ich mich wundern, ich war ja nur ein Jahr bei der Eintracht und das hat riesig Spaß gemacht. Ich hatte 4 Einsätze in der Bundesliga und einen Einsatz im DFB-Pokal. In der Bundesliga ist mir ein Tor gelungen gegen Kaiserslautern zum 2-2-Ausgleich damals und natürlich das legendäre Spiel gegen Mainz. Also es war ein sehr zerfahrenes Spiel, würde ich mal sagen. Es war ein typisches Pokalspiel und wir haben sehr glücklich gewonnen, muss ich sagen. Wir hatten nicht so viele Torchancen gehabt. Trainer Weise hat mir damals gesagt, Reinhold, gehen Sie rein. Das war immer der berühmte Satz von unserem Trainer. Schießen Sie das Tor. Und das war dann die 98. Minute in der Verlängerung. Es gab einen Eckball, der Ball kam halb hoch rein, wurde von einem Verteidiger ein bisschen abgefälscht und ist dann über den Moppes Petz gelangt und stand dann hinten 4 Meter vom Tor, musste halt meine Handlungsschnelligkeit zur Geltung kommen lassen, nahm den Ball mit dem linken Oberschenkel an und mit dem rechten habe ich ihn dann reingedrückt. Man hatte eigentlich gar nicht schon gespielt. Ja. Das ist richtig. Aber so ist es halt. Genau. Der Bundesligist hatte die Erfahrung. Du kennst das im Pokal, du so weißt, wie es. Das ist. Genau. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, weil für uns war das ein großes Spiel. Zusatztribünen, wenn ich nicht alles täuscht, 17.500 Zuschauer. Für die Verhältnisse war das überragend. Ja. Wir hatten auch ein gutes Spiel gemacht, aber der Bundesligist hat sich durchgesetzt und dank dem Reinhold hat seinem Tor dann. Ja. Der hat den Riecher gehabt, den hat er schon immer gehabt. Ja. Und da war er da. Ne. Aber ist halt Pokal. So ist es, die Einwechslung hat es möglich gemacht. Ja, klar hat es mich damals geärgert. War zwar, wir haben eben schon bei der Begrüßung das gesagt, ein bisschen abgefälscht, aber da sieht man dann auch immer ein bisschen schlecht aus. Ja, und für uns war das was ganz Großes damals. Und ja, jetzt kommt das Pokalspiel gegen Mainz und ich war der Letzte, der damals im Tor gestanden hat. Ja, Wahnsinn manchmal, ja. Wir haben ja damals in Mainz gespielt, das Spiel ist ja diesmal in Frankfurt. Und eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Athletik. Der Fußball hat sich ja im Laufe der Zeit verändert. Und ich freue mich auf das Spiel natürlich und hoffe, dass die Eintracht natürlich weiterkommt. Die Chance im DFB-Pokal ist halt immer sehr groß, sage ich mal, auch in internationale Geschäft reinzukommen. Ja, es ist, hat sich viel verändert. Ich sage mal, es sind beides jetzt Bundesligisten. Ja, die Eintracht war schon immer damals so weit. Mainz hat dann damals aufgeholt, ja, durch die Klopp-Ära und solche Sachen. Ich bin froh, dass wir ein Heimspiel haben, ja. Und wir wollen das schöne Gefühl vom letzten Jahr nochmal wiederholen und wollen natürlich gewinnen. Ne? Einmal Eintracht, immer Eintracht. Ich bin oft hier im Stadion, auch letztes Jahr eine Dauerkarte gehabt und dieses Jahr war ich erst zweimal da, aber ich hoffe, dass ich jetzt in der Rückrunde das eine oder andere Mal nochmal hergehen kann. Ja gut, vom Ergebnis wäre es mir egal, aber wir müssen weiterkommen. Fertig. Ja. Ich tippe 2-1 für die Eintracht. Viel Glück heute. Ja, danke. Heute, heute. Ja. Kannst du ein Bild mal kurz machen, ja, dass ja, ich mal klar beweisen kann, dass ich ja hier war. Ja, ja. Ja.